Was ist wohl passiert? Dieses Viech hier. Ja, da kannst du mal reingucken, wenigstens, du Grimpiket. Moin, moin Welt, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich auf meinem Kanal und freue mich tierisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Erstmal begrüße ich, wie in letzter Zeit, sehr oft, was mich sehr glücklich macht, meine neuen Abonnenten auf diesem Kanal ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über euer Abo. Ich freue mich, wenn ihr euch beteiligt und von einem Kommentar, einem Däumchen nach oben, aber auch stille Zuschauer sind natürlich immer herzlich willkommen hier bei uns. Ja, was habe ich heute vor? Es gibt mal wieder ein Vierer-Video. Jawohl, die vier Damen, nicht vom Grill, nein, von YouTube, machen mal wieder gemeinsame Sache. Mit dabei sind die liebe Michelle vom Kanal Stöpsel, die liebe Nadine vom Kanal Moldavid und die liebe Sophie von Mrs. Muffin Make-up. Ja, wir haben ja schon so das eine oder andere Video zusammen jetzt gemacht und da wir uns super gerne mögen, haben wir gesagt, ey komm, neben unserem Götterboten-Trash-Paket hauen wir immer noch mal ein Special raus. Und heute ist es mal wieder soweit, ein Special, denn jede von uns schminkt sich mit einer Disney-Palette. Jawohl. Und welche ich heute für euch habe, die zeige ich euch jetzt gleich unverblümt am Anfang. Ich habe mich tierisch gefreut, denn diese Palette durfte bei mir vor kurzem erst einziehen, denn sie war sehr, sehr krass reduziert und ich habe sie auch noch nicht benutzt. Das heißt, gleichzeitig ist heute noch Premiere mit dieser Palette auf meinem Gesicht. Diese ist von Mad Beauty, wie gesagt, Winnie Pooh und ich finde sie einfach herzallerliebst. Hier hinten ist sie jetzt nicht spektakulär aufgebaut, aber von innen, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wir haben einen Spiegel dabei und dann, schaut mal, klappt sich hier dieses süße Teilchen auf. Ist das nicht putzig? Ja, da konnte ich nicht widerstehen, Und das sind die Farben geswatcht. Habe ich die schon mal für einen Short? Da seht ihr nämlich überall in den Schimmertönen schon mal meinen Fingerabdruck sozusagen. Aber ich swatche sie jetzt trotzdem noch mal mit euch zusammen. Vorab, bevor ich das Ganze in mein Gesicht gebe. Ich weiß wie immer jetzt noch nicht, wohin mich die Reise führen wird. Wobei ich eigentlich vorhabe, in den braunen, rötlichen Tönen zu bleiben. Wir haben ja auch so ein bisschen, ich nehme auch mal einen matten, wir haben matte und schimmernde Töne. Den müssen wir noch, ne? Dabei, ja. Aber oft werde ich ja während des Schminkens dann doch auf einmal überrascht. So, das ist eine kleine Vorauswahl. Guck doch mal, wie nice die ist. Schon geswatcht. Die matten Töne sind natürlich meistens etwas zurückhaltender, zumindest bei den Swatches. Aber das kann manchmal auf dem Auge ganz anders aussehen. Ja, ihr Lieben, und wenn ihr wissen wollt, was die anderen sich für Disney-Paletten rausgesucht haben und wie deren Schminkis geworden sind, dann schaltet unbedingt bei den Lieben rein. Wir laden alle zur gleichen Zeit hoch. Also könnt ihr, wenn ihr Zeit und Bock habt, uns einfach hintereinander wegsuchten, wie man so schön sagt. So, Swatches sind entfernt. Fingerchen sind sauber. Ich habe meine Base schon aufgetragen. Was ich aber mit euch nachher noch zusammen machen möchte, ist einmal ein Highlighter. Von Ofra habe ich mir den rausgesucht. Den habe ich auch noch nicht benutzt. Ist auch Premiere heute. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der könnte ganz gut passen. Könnte ich eigentlich auch noch mal swatchen, ne? Also da habe ich schon gemerkt, darf ich nur ganz vorsichtig reingehen. Das ist völlig überbelichtet hier. Da, guckt mal. Goldener Schimmer. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt wirklich es schaffe, in den braunen Rottönen zu bleiben, dann könnte der ganz gut passen. Und ein Bronzer möchte ich auch noch dann auftragen von Reval de Loop Into the Jungle. Mit diesem Packaging. Und so sieht das Ganze von innen aus. Finde ich auch super schön gestaltet mit den Blättern.
und mit dieser Prägung hier. Ganz, ganz toller Bronzer. Und ein Blush habe ich natürlich auch für euch, eigentlich wie in letzter Zeit sehr, sehr oft, von Essence, der Maxi Blush, wo die Nala vorne drauf ist. Auch aus einer Disney-Kollektion Lion King. Ich hatte leider kein Bronzer und kein Highlighter aus einer Disney-Kollektion. Sonst hätte ich das natürlich gerne perfekt gemacht. Wir haben hier noch einen Spiegel drin. Und das ist der Blush, den ihr eigentlich auch schon, zumindest die alteingesessenen Häschen, schon kennen bei mir. Jawohl, dann wird es nachher eine Mascara geben, die im Moment mein Favorite ist. Catchy Eyes von, was ist denn heute los? Habe ich einen Waschlappen im Mund? Bin schon wieder ganz voller Vorfreude hier, was die Palette nachher mit meinen Augen macht. Catchy Eyes von Gosh. Und auch ein neues Lippenprodukt aus einer neuen LE von Catrice aus der Wild Escape LE Into the Jungle C01. Das Lippenprodukt, mit dem ich super zufrieden bin. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Farbe nachher auch gut zum Augenlook passen könnte. Das Einzige, was mich hier stört, das ist zum Rausdrehen und man kann es nicht zurückdrehen. Also ich mache das echt immer nur so millimeterweise, weil ich den halt nicht zurückdrehen kann und dann Angst habe, mir das abzubrechen, wenn ich die Kappe aufsetze. Das ist leider ein bisschen schade. Die dazugehörige Palette habe ich ja auch bekommen zum Glück und die werde ich als Spiegel benutzen, weil die ist mega leicht. Ich kann die super gut in der Hand halten und da ich keinen Handspiegel habe, unfassbar, aber ja, ich habe keinen Handspiegel, werde ich die Palette als Spiegel nehmen. Meine Pinsel stehen hier, die Palette ist am Start und ich hole euch ran. Sehr pickeliges, weibliches Exemplar. ja, die Softbox schluckt zum Glück ein bisschen, aber im Moment ist meine Haut wieder eine Katastrophe. Naja, gut, was soll's. Kann man nichts dran ändern im Moment. So. Ja, was nehmen wir denn zuerst? Seht ihr, ich wollte jetzt schon wieder gleich in die leicht rosa Richtung tendieren, aber das könnte trotzdem, ich muss echt aufpassen, dass ich braun-rot bleibe. Deswegen werde ich doch erst diesen Ton mal nehmen. Also es krümelt ziemlich im Pfännchen, muss ich sagen. Ich klopfe das Ganze auch einmal ab. So, ich schalte mich jetzt mal dazwischen, weil mir der Schimmerton überhaupt nicht gefällt. Ja, ich hatte ja auch eine Eyeshadow Base aufgetragen. Ich habe es erst versucht mit dem Pinsel, diesen Schimmerton. Da war gar keine Farbabgabe. Jetzt habe ich das Ganze mit dem Finger und es ist auch nicht, also nicht so wie die Swatches. Ich habe es mir schimmriger vorgestellt auf dem Auge. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man den Pinsel feucht macht, dass es dann... nein, Floki, das geht jetzt wirklich nicht. Hier liegt eine offene Palette. Da hört der Spaß echt auf. Der Katzenspaß. Kannst nachher kommen, wenn ich das hier zu habe. Das interessiert ihn natürlich nicht. Er quetscht sich jetzt zwischen meinem Ringlicht und der Kamera durch. Und ich bin wieder derbe unkonsequent. Ja,
Und es ist ein ziemlicher Einheitsbrei geworden. Deswegen, aber das war eigentlich auf irgendeine Art beabsichtigt, weil ich nämlich jetzt diesen, falsche Palette, diesen goldenen nochmal in die Mitte vom Auge geben will. Ich nehme auch gleich den Finger. Ich mache den mal ein bisschen feucht an meinem Abschminktuch. In der Hoffnung, dass das... Ja, also der ist schon ein bisschen besser da, ne? Zum Glück! Juhu! Zum Glück. Ja, das gefällt mir ganz gut. Das hat einen schönen Glanz. Da können wir noch mal ein bisschen. Aber trotzdem, wie gesagt, also ich weiß nicht so recht. Behalten werde ich diese Palette so oder so. Das steht außer Frage. Wer mich kennt als Verpackungsopfer, ne, der weiß, dass ich... Eigentlich war es sogar der Hauptgrund, warum ich diese Palette gekauft habe, muss ich sagen. Ja, was mir auch auffällt, ist, dass ich leider für den Augeninnenwinkel nicht wirklich einen hellen Highlight-Ton habe. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich werde dann einfach gleich den Highlighter nehmen für den Augeninnenwinkel. Jetzt brauche ich natürlich noch etwas unten am Wimpernkranz. Und da kann ich doch eigentlich mal diesen neuen Pinsel ausprobieren. Aus der Melting for Ice Cream hieß es, glaube ich, aus der Essence. Auch 9 LE. Ja, dann zeige ich euch mal, was nehmen wir denn da für einen Ton. Ich werde erstmal wieder den dunklen hier nehmen, den ich auch im äußeren Augenwinkel hatte. Gucken, wie sich der Pinsel macht. Der macht sich gut, würde ich sagen. Also auch die matten Töne, die sind echt da. Bin ich total begeistert von. Ich finde es halt auch mal super, wenn matte Töne da sind. Also die meisten Paletten habe ich immer das Gefühl, die ich so habe. Bei den meisten ist es so, dass die Schimmertöne oft mehr Farbabgabe haben als die matten. Und hier finde ich das genau andersrum. Also diese Palette mit anderen zu kombinieren, ist, glaube ich, noch mit so die beste Idee. Ja, und jetzt nehme ich noch mal einen Schimmerton, den ich auch noch nicht benutzt habe, für den vorderen Bereich. Und zwar diesen. Sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich zu dem anderen. Das muss ich auch dazu sagen. Also die Töne sind sich sehr, sehr ähnlich. Aber der Goldton ist da. Da bin ich ganz froh drum, dass das noch ein bisschen, ja, bisschen was raushaut auf jeden Fall. So, ihr Lieben, das soll es mit dem Augenlook gewesen sein. Ja, wie gesagt, also auf dem Auge ist es alles sehr einheitlich, muss ich sagen. Dafür, dass ich recht viele Farben benutzt habe. Ihr könnt mir gerne, wie immer, eure Meinung hinterlassen in den Kommentaren. Da freue ich mich immer drüber. Und ich mache jetzt mal die Wimperntusche drauf, die so ein Bürstchen hat. Und das ist auch einfach so mein Favorite-Bürstchen. Da kann eigentlich nichts mit schief gehen.
So, Wimpern sind auch fertig. Dann sieht es auch immer noch mal ganz anders aus, finde ich, ne? Aber dieser Goldschimmer wirklich, also den finde ich klasse. Absolut, der haut das Ganze noch mal so richtig raus. Könnte ich mir auch super schön an Weihnachten vorstellen. Dass man Gold immer irgendwie so mit Weihnachten verbindet, ne? Wir haben hier Hochsommer, ihr Lieben. Deswegen auch wieder nur im Trägershirt. Weil ich mich hier sonst totschwitzen würde und in dem Bereich wäre dann keine Foundation und nichts mehr vorhanden. Ich bin nämlich ein richtiger Gesichtsschwitzer und ich hasse es, auf gut Deutsch gesagt. Ich hasse es. Gerade wenn ich mich gerne wirklich mal ein bisschen schminken würde und so mit Foundation, weil ich brauche das halt dann doch. Meine Haut ist halt nicht mehr so perfekt und ebenmäßig und so weiter. Ich glaube, wir sind völlig überbelichtet. Ich mache das mal aus oder ein bisschen dunkler. Aber ich stelle die Lampe eh dann gleich für den fertigen Look nochmal woanders hin. Jetzt bronzen wir uns erstmal ein bisschen. Ihr seht, ne, die Seite ist durch die Softbox, die halt rechts steht, ja, immer mehr ausgeleuchtet. So, dann nehmen wir mal auch diesen Pinsel. Ich finde den super toll übrigens. Bin mega zufrieden damit. Für den Blush. Ihr seht an meinem Blick, was ist wohl passiert? Was ist wohl passiert? Dieses Viech hier. Ja, da kannst du mal reingucken, wenigstens, du Grimpiket. Er findet es jetzt richtig scheiße, dass ich ihn jetzt hier runtersetze, aber es nutzt ja nun mal alles nichts. Jetzt wollen wir mal den Highlighter, den hätte ich fast vergessen. Auch noch in den inneren Winkel auftragen. Nehmen wir mal den Pinsel. Oha, der hat noch, ist auch noch vom anderen Highlighter ein bisschen eingeschmiert. Es wird mal wieder Zeit, Pinsel waschen. So, ja, ich bin jetzt hier vielleicht erstmal ganz vorsichtig. Ich glaube, das war eine gute Idee, um dem Ganzen noch mal so einen kleinen frischen Kick zu geben. Oder? Was sagt ihr? Ich glaube, das war nicht so doof. So, jawohl. Und den wollen wir natürlich noch ein bisschen auf die Wangen geben. Wie ihr seht, glänzt es da schon wieder von alleine. Aber heute wollen wir es mal auch completo tutto machen. Ich glaube, ich muss die Softbox mal ein bisschen weniger doll einstellen. Ich habe immer Bammel, dass ihr nicht genug Licht habt, aber ich glaube, es ist einfach zu viel Licht. Und jetzt möchte ich den Highlighter auch noch unter die Augenbraue auftragen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Der gefällt mir nämlich richtig gut. Der gefällt mir richtig gut. Ich nehme aber mal so einen etwas weicher gebundeneren Pinsel. Weil gerade da das ja hier so einheitlich ist, ja. Bringt das da auch noch mal so ein Gesamtbild und wie ich finde, da irgendwie den Kick rein.
So, ihr Lieben, wie ich finde, ist es doch jetzt letztendlich... Moment, der Lippenstift fehlt noch. Und dann können wir von Gesamtbild sprechen. Also der Highlighter ist schon... Der gefällt mir. Der gefällt mir sehr gut. Auch zu der Palette finde ich den richtig gut. So, ich drehe den Lippi jetzt erstmal nicht raus, weil ich in der Hoffnung bin, dass mir das so reicht. So, ihr Lieben, jetzt haben wir ein Gesamtbild. Ich bin so happy mit diesem Lippenprodukt, ne? Ich muss wirklich doch noch versuchen, die anderen beiden Farben zu bekommen. Der ist so cremig, hat irgendwie so einen super leichten, schönen Duft. Und ich finde die Farbe einfach mega. Das ist nicht so ein knalliges Orange, so ein Rot-Orange, wovon ich auch echt wenig habe. Oder ich versuche den nochmal ein zweites Mal zu bekommen. Könnte ich mir auch vorstellen. So. Jetzt haben wir es aber. So, ihr Lieben, und wieder ein bisschen weiter weg. Ja, Brille müssen wir noch aufsetzen. Das gehört ja bei mir manchmal, muss ich sagen, leider dazu und in mein Gesicht. Und ja, ich bin fertig mit dem Ganzen hier. Mit der Palette noch nicht. Ich werde sie doch ab und an nochmal benutzen. Vielleicht in Kombination mit einer anderen. Wobei ich sagen muss, wenn ich dann den Highlighter und den Goldton immer mit reinmische, dann doch kann man sagen, ich bin mit der Palette zufrieden. So, jetzt werde ich das Ganze hier beenden und ich freue mich total, wenn ihr bei den anderen Frauen reinschaut. Falls noch nicht geschehen, lasst Liebe da anhand eines Abos, einen Kommentar, einen Daumen, was man hier bei YouTube alles so geben kann als Zuschauer, um zu zeigen, dass ihr dabei seid sozusagen. Und ja, in eigener Sache habe ich, wo wir jetzt bei dem Thema sind, noch etwas. Und zwar habe ich festgestellt in meinen Analytics, dass 70% von euch da draußen, genau, von euch, mich gucken, auch regelmäßig gucken, aber mir irgendwie kein Abo da lassen. Und warum ist das eigentlich so? Das würde ich super, super gerne wissen, woran das liegt, denn dieses Abo ist kostenlos und es hilft mir natürlich unglaublich beim Wachsen und vor allen Dingen jetzt, wo ich so... Knapp vor der 1000 will ich nicht sagen, aber schon Richtung 1000 wander, würde ich mich einfach super dolle freuen, wenn von den 70% jetzt ein paar doch vielleicht ihr Abo dalassen könnten. Das wäre mega und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaltet und dabei seid. Bis dahin sage ich einfach, bleibt gesund, ihr Lieben, oder werdet gesund. Bis ganz bald.